So, was nu? Ja, was nu? Du willst mir die Rechnung machen. Was für eine Rechnung? Ja, eine Rechnung, ich muss sie doch bezahlen. Du musst mich, also, ja klar, was zahlst du denn? Normalerweise 2,99 die Minute. Ich höre schon wieder, der Zebra ist wieder da. Da. Fangt ihr auch noch an. Willkommen, Quiz Toxi. Hat Chem also, euch eigentlich das Geld gegeben? Nee. Er sie ist abgehauen. Du bist ja frech. Du hast ja Geld gewonnen. Ja, das gibt die neue Frisur, würde ich sagen. Herr Washington, ich würde gerne mal mit Ihnen essen gehen. Was? Was soll ich schon an? Au! Oh, ruhig, nee! Ruhig, ruhig, hau dir aufs Maul! Hau dir Aua! Im Kopf, das reicht dir jetzt. Schau ihn aufs Maul! Die Hände vor allem, Kopf, wenn ich dich nicht kriege, wenn die Bullen nicht da sind, dann nehme ich deinen Kopf weiter und schieb ihn in meinen Arsch! Du Sau! Du willst meinen Kopf in deinen Arsch schieben? Sag mal, was für ein Spiel stehst du denn, Ola? Bring die bitte weitergeben, dass das bearbeitet wird. Vielleicht. Ich komm über Tresen, du Drecksau! Jetzt gib den Scheiß da ab, Mensch! Herr Röhri! Sag hier! Es reicht mir mit dir! Herr Röhri, beruhigen Sie ihn! Herr Röhri! Jetzt gib die Scheiße da ab, Mann! Nee, jetzt nehme ich den Antrag nicht mehr an. Muss ich raus? Schuld. Ich dreh durch! Wo fährst du denn hin, Mensch? Ich fahre jetzt zur Verwaltungsstelle. Ich nehme einfach zwei Kollegen und komme jetzt hier zum Haber. Aber so, dem ist ein bisschen blau. Ja, der Herr, das können wir aber nicht machen. Doch, das können Sie. Nee, das können wir nicht. Wir dürfen nicht mit Ihrem Auto fahren. Doch, dürfen Sie. Steigen Sie ein. Wie bitte, ich höre Sie dann so schlecht. Sie, ja. Ich kann den Kollegen von. Der Taxifahrer will nicht mit meinem Auto mich nach Hause fahren. Schäfer, du sollst jetzt für was Telefon, Mensch, was machst du denn für eine Scheiße? Wir haben Kunden! Ich hab gesagt, Sie sollen einsteigen! Warum soll der denn einsteigen, der Herr? Ich weiß das auch nicht, warum ich einsteigen soll. Sie haben doch gerade gewunken! Schäfer, geht Gas jetzt. Ich hab den Finger rausgehalten. Herr Taxifahrer. Schäfer, fahr jetzt! Was hol die Ohren rein, Mensch! So, der Kunde. Der will mit uns fahren. Jetzt hat der Kunde aufgelegt, Schäfer, wegen dir. Ja, schneiden Sie sich ab. Ich krieg das. Bei dem Himmel. Haben Sie mir gerade mein Taxi gekotzt? Oh, nee. Schon wieder. Was war das denn? Ja, steigen Sie aus da! Haben Sie mir gerade wirklich mein. Ja, ich hab gescheit. Alles gut. Hätten Sie die aussteigen können! Sie haben mein scheiß Taxi geschissen! Nee, gekotzt! Ich hab irgendwie Angst. So, der kostet jetzt 30.000 extra. Kate? Ja? Ich hab da meine Frage. Was? Was ist los, das Taxi zu putzen? Ich hasse dich. Ich hasse ihn? Ich hasse ihn auch! Was soll denn die Scheiße hier? Das ist cool. Was zum Geier? Warum sind sie nackt? Hä? Aber da krieg ich doch ein. Da rollt mir doch glatt ein Ei aus der Hose. Nicht drüber reden. Oh Gott. Hallo. Ich hatte bloß gerade eben noch Tampons in der Nase. Warum haben Sie Tampons in der Nase? Weil die geblutet hat. Und warum sind die deswegen nackt? Nee, hab ich geboxt. Oh, der hat gesagt, dass er auch drin war, aber auch Scheiße. Oh Gott, was kommt denn da rein? Für 350. Das ist auch eine Trompete. Herr Knigger? Ja, du musst mal ganz dringend zum Taxi unternehmen. Warum? Ist wichtig. Ist wichtig. Ich habe gerade wichtig. Nein, ich habe was Wichtigeres. Hast du nicht. Wenn sie sich beeulen, kommen sie zum Krankenhaus. Hm? Ich habe gehört, du heißt Herbert, aber ich finde, Hermine passt besser zu dir. Herbert, was ist mit dir passiert? Ja. Ich bin jetzt.
wo ich nicht mehr bei euch arbeiten darf, bin ich Straßenkünstler. Wieso, du darfst nicht bei uns arbeiten? Ich blase jetzt immer im Stadtpark für 3,50. Okay. Mit meiner Trompete. Ich rede mal, guck ich, vielleicht geht's ihm dann besser, der hat Drogen genommen. Ja. Weil wir doch kein Geld haben im Unternehmen. Ja, also doch. Ist die Dame hier bei Ihnen gut aufgehoben? Ja, die ist bei uns angestellt. Ja, die ist einfach weggelaufen. Ich wollte ihr eine Hose anbieten und vielleicht ein T-Shirt. Ja, sie muss mal gucken, vielleicht ein Blatt vorblasen. Der hat Drogen genommen, der hat Pilze, glaube ich, genommen oder irgendeine andere Scheiße. Echt? Jo. Der ist ein bisschen verwirrt. Ach, da ist der Kollege. Taxi-Unternehmen Downtown Capernspitam abroad, was kann ich für Sie tun? Kommt Ihnen das auch bekannt vor? Sie gehen ans Telefon, hören diese Stimme und denken sich, der Winter naht? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Taxi-Unternehmen Downtown Cap. Ihre Reise auf unsere Weise wird scheiße. Taxi-Unternehmen Downtown Cap. Taxi-Unternehmen Downtown Cap ist erreichbar unter dem Motto 5555. Alle Angaben, die immer nur gewähren. Für eventuelle Verletzungen oder Traumatisierung können keine Schmerzensgeld- oder Schadensersatzansprüche erhoben werden. Ja, Huben! Ja, Huben! Auf die Hub! Ich zeig doch mal die Mittelfinger da hinten. Die Kartoffelberge. Hier ist links. Oh, du musst hier jetzt um die Kurve. Ja. Geht! Komm, der Chef, du holen wir wieder auf. Ey, die haben gerammt. Ja, ramm zurück. So, ja, fahr. Gib Gas, Kerin. Gib Gas, gib Gas. Gib Gas, links vorbei, links. Nein, nein. Kerin, steig aus, schnall die Absteiger. Scheiße, das Ding ist ja ganz schön schnell. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Gib Gas. Ja, schaffen wir. Scheiße, wir müssen das schaffen. Sonst werde ich nicht Erster. Ja, die macht jetzt Zeit in der Kurve. Ich hol mal einen jetzt hier. Alles klar, bei dir, Gregi. Boah. Ja! Ja, gut gemacht! Das ist... das war ja! Das kann ich für Sie tun. Klar können Sie das vorbestellen, wenn brauchen Sie es denn? Oh, das war krass! Herzlichen Glückwunsch! Ich bin Fendener mit hohem Kopf gebraucht beim Händler. Okay, ich schicke Ihnen eins vorbei. Ja. Scheiße, jetzt hab ich die Kopfschmerzen. Ich hasse. Breun! Komm doch zurück! Wo willst du denn hin, Breun? Breun! Schweb nicht ins Licht! Breun! Breun! Breun, bleib stehen! Breun! Breun! Muss ich stehen? Bitte hört einfach auf, bitte! Breun, steig ein! Breun! Brian! Bleib stehen! Brian, bleib stehen! Geh nicht. Brian! Es ist Licht gefahren! Ja? Herr Fischer, ich bin jetzt außer Dienst, ne? Wenn Sie ein Taxi brauchen, rufen Sie mich nicht an. Danke, schönen Abend noch. Tschüss! Uschi, ich muss dir was sagen. Wir kennen uns jetzt seit bereits schon 2 Minuten. Ja. Möchtest du? Unser halbes Leben. Möchtest du? Alles schwierig. Möchtest du? Bitte? Mettbrötchen mit Zwiebelchen. Jederzeit. Ich möchte 2 Mettbrötchen mit dir teilen. Du willst Mettbrötchen? Ich möchte, dass du das Mett auf mir aufreibst. Ich möchte, dass du die Zwiebeln vor meinen Nippeln leckst. Und dann möchte ich, dass du mich küsst. Ganz sanft, ich möchte deinen Zwiebelatem spüren. In meinem Mund. Du bist schlecht. Jederzeit. Ich muss so, sie witzig, ist so komisch. Aber optisch passt ihr beide zusammen. Wenn Röhrich noch zeugungsfähig wäre, dann würde ich sagen. Ihr Date, Herr Röhrich. Knackige 2. Ja, hör mal, wenn ich die sehe, du bist aber auch ein Knackiger. Den kenne ich noch gar nicht. Ja, hier, Ranjit, steig ein, das ist für dich. Ich hab Angst. Du darfst mal ran. Wir teilen uns alles. Wie heißt du, Schätze, dein Ranjit? Ich warte auf meinen Tuk-Tuk. Komm, wir packen ihn ein.
gegen Rick Rührig. Im Namen des Staates erheben wir Anklage gegen Herrn Rührig. Er wird beschuldigt am 18.05.2020 gegen 22 Uhr Herrn Litschikis mit einem Baseballschläger mehrfach geschlagen zu haben. Außerdem soll Herr Rührig auch noch diverse Drohungen gegen Herrn Litschikis geäußert haben. Des Weiteren steht die Staatsanwaltschaft in Frage, ob Herr Rührig die nötige Reife, das nötige Verantwortungsbewusstsein für das Unternehmen zu leiten. Ob ich was tu? Ob ich was tu? Soll ich hinkommen? Soll ich euch den Kopf abreißen und in den Hals schauen?